Werte Bad Zollgauer Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Kunden Ihrer Stadtwerke Bad Zollgau. Wir alle befinden uns aktuell in einer schwierigen Ausnahmesituation, die wir als Nachkriegsgenerationen so bisher nicht kennengelernt haben. Mittlerweile wissen wir alle, dass wir soziale Kontakte selbst zu nahen Angehörigen meiden und so vermöglich am besten zu Hause bleiben sollten. Wenn man auf die Straßen unserer Stadt blickt, halten sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auch an diese Vorgaben. Hierfür herzlichen Dank. Gerade in einer solchen Ausnahmesituation wird uns neben einer funktionierenden Stadtverwaltung auch die Bedeutung von städtischen Einrichtungen der Ver- und Entsorgung besonders bewusst. Der örtliche Bezug, der direkte Kontakt auch zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt vor Ort, erfährt in diesen Tagen und Wochen der Corona-Krise einen ganz neuen Stellenwert. Ich kann Ihnen sagen, dass die Stadtwerke Bad Zollgau ebenso wie unsere Kollegen vom Abwasserbetrieb hier in Bad Zollgau weiterhin für eine funktionierende Infrastruktur und eine gesicherte Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sorgen werden. Mit dem in dieser Woche im Gewerbegebiet Hochberger Straße freigeschalteten Glasfasernetz können wir zusätzlich den dortigen Unternehmen helfen, trotz geschlossener Grenzen die digitalen Kontakte zu Kunden und Mitarbeitern in ganz Europa aufrechtzuerhalten. Auch das ist ein Beitrag Ihrer Stadtwerke, Handel und Gewerbe vor Ort zu unterstützen. Meine Damen und Herren, durch getrennte Arbeitsgruppen, Bereitschafts- und Schichtenregelungen sowie die Schaffung von Heimarbeitsplätzen für Mitarbeiter werden wir bestmöglich diese gewohnt zuverlässige Versorgung auch über die nächsten Wochen für Sie aufrechterhalten. Wir sind telefonisch und per E-Mail nach wie vor für Sie erreichbar. Unser Bereitschafts- und Störungsdienst ist weiterhin rund um die Uhr besetzt. Sie können sicher sein, wir sind auch in dieser schwierigen Zeit für Sie da und das direkt vor Ort hier in Bad Zollgau. Bleiben Sie gesund und halten Sie auch weiterhin die empfohlenen Abstandsgebote und Hygieneempfehlungen ein. Sie schützen damit sich und andere. Vielen Dank.